Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier bei Perfect Van. Es geht um die wohl aktuell beliebteste Trockentrenntoilette. Wir schauen mal, ob sie uns überzeugen kann. Und das alles seht ihr wann? Nach dem Intro. Ich stehe hier mit der Annette von Perfect Van auf ihrem Stand und wir gucken uns sozusagen heute mal eine Trockentrenntoilette an. Und es gibt ja ein bisschen Besonderheiten, denn bei diesem Modell, habe ich bei euch erfahren, soll es sehr einfach sein, die ganze Trockentrenntoilette umzutauschen. Also im Prinzip vom Standard-Chemie-Klo auf die Trockentrenntoilette das umzuändern. Und da würde ich doch gerne mal wissen, Annette, kannst du mir ein bisschen erklären, wie einfach das ist, das Ganze umzubauen? Ja, natürlich. Also prinzipiell sind ja die Trockentrenntoiletten dahingehend, dass es eigentlich ein Behälter ist mit zwei weiteren Behältern und der steht dann einfach im Raum. Man muss dann sehr viel umbauen im Fahrzeug, damit man eine gute Grundlage hat und sie sicher steht. Und ich habe mir gedacht, ja, warum machen wir es nicht so? Wieso ersetzt man nicht einfach die Chemietoilette? Und daraufhin habe ich jetzt quasi die Toilette so entwickelt, dass der Sockel unten baugleich, also die Kontur hier ist genau gleich wie bei den Tedford-Modellen. Ah, okay. Das heißt, wenn wir die Tedford ausbauen und auch zum Beispiel eine ausgesparte Duschtasse haben oder wenn wir jetzt gerade im Falle von Malibu so einen Stahlrahmen haben zum Rausschwenken. Richtig. Kann man die Toilette ausbauen, die Tedford, und einfach durch die ersetzen. Die passt genau an die gleiche Stelle, die hat die gleichen Abmaße und somit ist es ein Wechsel 1:1. Also auch die Aufnahmen, die passen alle komplett. Das heißt, genau. Ich schraube die genauso wieder fest, wie sie vorher auch war. Das ist ja super. Die Löcher sind identisch zu 220 und 260 Modell. Und in dem Zug gab es natürlich viele Fragen zu den Personen, die eine Dometic haben oder ein altes C200er Modell. Da wird sie auch passen, aber eben nur da, wo wir einen durchgehenden Boden haben, weil von den Grundmaßen das auch passt, auch von dem Adapterrahmen, der die Aussparung nach hinten schön abdeckt, das passt. Aber wäre jetzt zum Beispiel eine Kontur der Duschtasse wieder, dann wird es schwierig. Aber das sind so die Einzelfälle. In der Regel haben 80% der Dometic-Besitzer oder C200 steht die Toilette auf einem durchgehenden Boden. Und da passt sie dann auch 1:1. Okay, super. Und dann haben wir jetzt natürlich noch so ein paar technische Daten. So Urintankbehälter und auch die Größe des Fäkalienbehälters. Wie sieht das da bei euch aus? Ja. Könnt ihr auch mal reingucken, würde ich sagen. Genau, vielleicht. Ich würde jetzt erstmal kurz von vorne her gehen. Ja, na klar. Also was hier vielleicht wichtig zu sagen ist, wir haben einen wirklich sehr schönen, großen Urinbereich. Ja. Vor allem für die Frau in dem Fall wichtig, damit da nichts nach hinten durchflutscht. Und wenn man dann zum Großen kommt, klappt man einfach hinten die Klappe auf, hat da dann auch einen schönen großen Schacht. Einen relativ kurzen Schacht, dass da auch nicht so viel Spuren dran viel sind. Spuren kommt. Genau. Also die Klappe ist natürlich schon auch bei vielen sehr willkommen, weil man will ja nicht immer alles so im Detail sehen. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Natürlich. Genau, klar. Und wie gesagt, fürs kleine Geschäft lässt man sie einfach unten und wenn es dann ans Große geht, macht man die hintere schon mal hoch. Genau. Und dann noch die Besonderheit, dass ich halt die Sitzschale wirklich 360 Grad drehen kann. Das ist klasse. Das heißt, eigentlich vergleichbar mit der Tedford, was die Sitzposition angeht, man kann sie wirklich so stellen im Raum, wie man benötigt. Ja. Es gibt ja dann den linken und den rechten Einbau oder den nach vorne. Und das also ist dann da individuell. Ist alles möglich, genau. Prima, Wir super. Haben links und rechts Sichtfenster für den Füllstand. Ja, okay. Der funktioniert so, dass wenn ich hinten das Licht einschalte, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen sieht. Ja, es ist hier ein bisschen hell, muss man dazu sagen, aber normalerweise würde man jetzt den Urinstand sehen. Also der Tank ist ja jetzt gerade leer. Ja, natürlich sollte. Genau, und wenn da Füllstand ist, dann zieht man das durch. Also man schaltet dann quasi von hier vorne aus, schält man das Licht ein
Und dann sieht man den Füllstand. Also man schält hinten im Schacht das Licht ein, also ganz banal eigentlich. Mhm. Und dadurch bekommt man die Sicht frei auf den Tank. Genau, dann sind wir ja schon beim Bedienteil theoretisch. Genau. Also ihr habt ja so ein paar Möglichkeiten. Ich hatte gesehen Licht, das haben wir gerade gesehen. Dann natürlich die Ventilation an genau, und aus. Genau, die man braucht, oder die empfiehlt sich, sagen wir es mal so. Genau. Da ist es so, die Elektrik kann wirklich auch jeder selber hinkriegen, weil ich auf den Originalkabelbaum vom Tedford zurückgreife. Ah, das ist ja toll. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur das Bedienpanel rausdrücken von hinten oder einfach rausziehen. Dann nehmt ihr den Stecker von der Platine von Tedford ab und steckt den Stecker bei mir auf meine Platine drauf. Ah, super. Und dann habe ich gleich den Strom, den ich brauche. Genau, dann habt ihr alles komplett und müsst gar nichts in der Elektrik machen. Und das bedeutet, dass ich dann Wasser theoretisch darüber auch steuern kann? So hatte ich das verstanden? Ja, genau. Also wir haben dann hier eben auch das Licht, dass es sich quasi von innen und von außen zuschalten kann. Wir sprechen ja jetzt von der Klappenseite, ne? Genau, also da, richtig. Wo bisher eure Chemiekassette drin steckt. Genau, da nimmst du auch den Tank raus dann? Genau, das ist dann der Tank, den nimmt man einfach raus. Da haben wir dann einen schönen Überlaufschutz. Das heißt, wenn jemals der Tank voll wäre und man vergessen hat zu entleeren, läuft es leicht über und der Piepser sagt einem dann, dass man vielleicht lieber mal reagieren sollte, ja. Also genau. Dann schwimmt natürlich hier ein bisschen Urin, aber besser, er schwimmt hier oben in dem Depot wie irgendwo in der Toilette. In dem Fahrzeug, ne? Ja, natürlich, klar. So, und dann habe ich meinen Feststoffbehälter, der dann eben über die Ablaufrinne, die eben zum Patent angemeldet ist, egal an welcher Stellung die Sitzschale sich befindet, dafür sorgt, dass der Urin sauber nach vorne in den Tank abgeleitet wird. Der läuft auch nicht durch dieses Rohr, sondern direkt weg. Genau, der läuft direkt weg. Ja, der läuft hier quasi, wenn man das jetzt hier mal so nimmt, der läuft der Urin, egal wo er ist, hier runter und hier direkt durch das kleine Loch in den Tank rein. In den Tank rein, super. Und die Sache hier ist letztendlich unsere Entlüftung. Das heißt, wir ziehen direkt aus dem Urin- und Feststoffbereich die Luft ab, von oben her. Und die wird dann über den Lüfter nach außen in die Klappe oder in den Boden, je nachdem, was ihr für ein Lüftersystem habt, abgeführt. Also das, da habe ich auch verstanden, dass man Adapter bekommt für das Sogsystem. Genau, dass also man wenn, das ihr einen Sog hättet, wenn ihr einen Sog hättet, dann bräuchtet ihr das Lüftergehäuse gar nicht. Ja. Dann bekommt ihr einen Adapter, dafür, wo dann der Sog direkt da drauf kommt. Und der Soglüfter wird an mein Kontrollgehäuse angeschlossen, statt jetzt dem Genau, hier. Damit die Lüftung dann funktioniert über den Schalter. Und das ist ein rotes und ein schwarzes Kabel. Ja. Letztendlich kriegt das auch jeder hin. Genau. Ja, und dann haben wir jetzt noch das mit dem Wasser. Da haben wir ja einen Schalter. Da haben wir ja die Situation, wir legen ja letztendlich eine Wasserleitung, theoretisch würden wir ja tot legen. Ja? Richtig, genau. Das heißt, der Weg zwischen T-Stück und der Toilette wäre, sag ich mal, nicht mehr zirkuliert, was zu Verkeimungen kommen kann. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, entweder ihr geht zu dem T-Stück zurück, macht da einen Direktverbinder rein und legt die Leitung dann wirklich tot, aber dass dann halt kein Wasserkreislauf mehr stattfinden kann und keine Verkeimung. Oder ihr sagt, na, das ist mir zu viel Aufwand, ich mache aus der Not eine Tugend. Ja. Tu an den Wasseranschluss, den ich ja dann hier habe, eine Schnellkupplung ran und eine Duschbrause. Aha, und kann dann hier über meinen Schalter die Pumpe aktivieren und dann habt ihr eine kleine, schöne Außendusche. Ja, zwar nur Kaltwasser. Ja, aber gut, immerhin. Also genau, trotzdem. Also gerade für Schuhe, Füße, oder den Neoprenanzug. Wenn er mal überläuft zum Beispiel, dann kann man schön abwaschen. Deshalb habe ich auch gesagt, das ist eigentlich ganz angenehm, wenn man da hinten fließendes Wasser hat. Weil wenn man was putzen muss. Das ist gut durchdacht, finde ich. Schuhe, Fahrrad kann man immer gebrauchen, sage ich mal. Ne? Und eigentlich für mich kein Problem, weil ich ja den Strom von der Tedford her nehme. Da ist ja eine Pumpenstromzuführung dabei und die leite ich eben um auf meinen Schalter und somit ist das kein Problem. Wenn ich das Ding vergesse, habe ich auch gehört, wie ist das bei euch, wenn ich das Ding vergesse wieder auszumachen, dann schaltet sich das glaube ich automatisch ab. Also die Pumpe schält sich automatisch nach einer Minute ab. Okay, genau, super. Weil perfekt. Das ist bei Tauchpumpen, die gehen sonst gern kaputt. Ja, das war jetzt meine Frage, genau. Und wenn sie auch länger läuft, wäre es auch ein bisschen blöd, weil
dann ist der Tank irgendwann leer. Ja, genau, das auch. Richtig. Genau, und man hat ja oft die, also bei einigen reist ja dann doch vielleicht auch Kinder mit und die haben das Zeitgefühl nicht so, wie lange man so sich abwäscht. Ja. Und dass da ein bisschen. Ja, im Prinzip gespart wird am gespart Wasser. Gespart wird, ne? Genau. Ist ja rar. Ne? Ja, was wir noch nicht haben, ist die Größe des Urinbehälters. Achso, ja genau. Also 9,2 Liter war der Urintank. So viel für eine Trockentrenntoiletten. Also das Maximale, was es glaube an der Branche gibt, sind 10 Liter. Ja, okay. Aber das da seid sind ihr dann sehr nah die, dran. Genau, das sind die, die von innen zu entleeren sind. Ja, mhm, also okay. Die über den Schacht gehen, ist das, sage ich mal, finde ich schöner. Größte Kapazität. Ja. Ja, es ist halt, sage ich mal, das durch den Raum immer tragen. Das ist das, was mich auch so ein bisschen stört. Also wenn ich mir eine Trockentrenntoilette, dann kann ich mir das bei der auf jeden Fall gut vorstellen. Genau, weil es halt einfach eine saubere Sache ist. Man kommt da nicht in Konflikt mit irgendwelchen Flüssigkeiten oder Feststoffen. Richtig, und richtig. Man trägt auch nicht an der Küche vorbei seine Behälter. Ja. Ne? Also das ist schon so ein Thema. Und dann haben wir den Feststoffbehälter noch, der hat 8 Liter, sehe ich gerade. Der hat 8 Liter, genau. Genau. Also das heißt, ich kann alles auch rein und dann mache ich das mit einer Tüte zu und dann geht das weg und also, Thema erledigt. Zu zweit, denke ich, eine Woche. Ja, okay, das ist super. Iris und Uwe haben es, glaube ich, auch schon 10 oder 11 Tage geschafft, aber die haben das Toilettenpapier separat aufbewahrt. Ich persönlich bin da ein bisschen pragmatischer und werfe alles hinten würde rein ich und leere so dann sein. Lieber ein, zwei Tage früher. Dann. Genau, und dann geht das einfach in normalen Hausmüll und weg ist das also Ganze. In Restmüll, dass es verbrannt wird und Urin entsorgt man in jeder öffentlichen Toilette. Kann man dann, genau. Okay, das heißt einfach über den Behälter auskippen und fertig. Genau, also man macht dann hier einen Deckel noch drauf, nimmt den Sensor natürlich ab. Ja, nicht, dass der mit wegkommt. Genau, dass also, das ist auch genau so gemacht, dass ich eben entweder den Sensor habe oder den Deckel. Und auch beim Reinschieben kann ich nicht reinschieben, wenn der Deckel drauf ist. Ja. Weil könnte man ja mal in der Eile vergessen und dann hätte man auch eine Überschwemmung. Ja, das wäre doof, ja. Und den Sensor kann ich auch eben nicht einsetzen, wenn der Deckel drauf ist. Und dann gehe ich jetzt so quasi zum Entleeren, nehme den Gurt so zum Beispiel, mache hier langsam auf und schütze aus. Kann dann hier nochmal zur zusätzlichen Entlüftung vorsichtig aufmachen, dass schneller. Es vielleicht eine ganze schwappt und dass es sauber rausfließt, ja. Genau. Okay, super. Klasse. Ja, ich habe bisher, glaube ich, keine weiteren Fragen gerade. Ich bin ziemlich begeistert, weil man das halt 1:1 tauschen kann. Und gerade für uns Malibu-Fahrer ist es ja sehr interessant. Ja, Malibu auf jeden weil, Fall. Weil du ja diesen Schwenkmechanismus dann nicht noch irgendwas umbauen musst, mit Platten bauen musst und so weiter. Du hast halt durch euch im Prinzip die Möglichkeit, das 1:1 komplett zu tauschen. Ja. Also das ist auch was, wo ja damals, wo ich mit dem Uwe da die Sachen ein bisschen, da sind wir ja durchgegangen, ne? Durchgegangen und dann hat der Uwe auch gesagt, hey, warum gibt es da niemanden, der sowas macht? Weil gerade bei Malibu ist es natürlich eine Vollkatastrophe, eine Trockentrenntoilette einzubauen. Das ist eigentlich nahezu nicht möglich. Ja. Es sei denn, man hat eine Werkstatt zu Hause und ist wirklich technisch fit. Oder richtig. Man geht halt zum Händler und das sind dann halt doch ein Tag Arbeit, ist da gleich weg und spiegelt sich dann in der Rechnung wieder. Genau, apropos Rechnung, weil was kostet denn die Toilette? Also ihr habt die ja in zwei verschiedenen Farben, schwarz und weiß. Gibt es dort Unterschiede? Ja, also die weiße startet bei 899. Ja, okay. Und die schwarze 60 Euro mehr, 959. Ja, okay. Das ist dann jetzt die reine Toilette. Wenn man dann eben die Elektrik mit dazu möchte, kommen nochmal 189 dazu. Das ist dann unser Kontrollkit. Und dann der Lüfter noch, ne? Und wenn man den Lüfter dazu wollte, wären das auch nochmal 189. Okay, gut. Und wenn ihr so habt, braucht das genau, wenn ihr so habt, braucht ihr das eben nicht. Dafür den Adapter, was kostet der? Genau, 9,90 Euro. Ach, okay, der ist ja vernachlässiger. Ja, kann man vernachlässigen. Super, ja, ich darf mich ganz recht herzlich bedanken, dass du uns die Toilette hier einmal vorgestellt hast und wie das Ganze auch funktioniert. Also wirklich eine super tolle Sache, kann ich nur sagen, habt ihr echt geil gemacht, wirklich. Freut mich. Ganz tolles Lob an euch und ich glaube, euch wird es auch gefallen. Fazit dazu kommt jetzt noch von Marcel und mir und dann, genau. Ihr habt es gesehen, die Trockentrenntoilette, ist sie was für uns, ist sie nichts für uns? Marcel. Das wird ein Entscheidungsprozess sein. Wenn wir aber überlegen, welche Modelle es alles gibt und gerade jetzt hier auf der Messe beim Caravan Salon in Düsseldorf konnten wir einige uns anschauen, muss ich sagen, definitiv Platz 1
ist die von Perfect Van. Definitiv. Die bietet das, was wir wirklich sagen würden, was unserem Verhalten am nächsten rankommt. Wir schauen ja auch immer ab und zu, dass man schon ein bisschen trennen kann. Richtig. Und da ist das definitiv die beste Variante. Auch vom Preis her, ja, sie ist ein wenig teurer als das, was sonst auf dem Markt ist. Aber man muss es immer im Verhältnis sehen, was es sonst so an zusätzlichen Aufgaben gibt. Und wie gesagt, wenn euch das partout nicht gefällt, baut ihr das wieder um zu eurer anderen Toilette. Genau, ihr habt da also keine vorherigen Ausschnitte oder irgendwas. Ihr könnt das genau wieder eins zu eins zurückbauen. Und das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Auch wenn ihr euren Van vielleicht verkauft und das Ding mitnehmen wollt. Genau. Unten ist eingeblendet die Adresse von Perfect Van. Schaut einfach mal nach. Vielleicht ist es was für euch. Wir sind am Überlegen, ob es das mal für uns sein könnte. Aktuell natürlich nicht, weil wir sind noch Stand gerade nach der letzten Aktion von ihm, wo ich Auto fahren musste. Bleiben wir erstmal noch bei der, die wir haben. Aber wenn, dann wahrscheinlich Perfect Van. Schreibt mal rein in die Kommentare, was seid ihr für Toilettengänger? Seid ihr halt Sog, Chemie oder TTT? Das würde uns interessieren. Und wäre das was beim Umstieg dieser Toilette, wäre das was für euch? Und schaut sie euch auf jeden Fall an, hier auf der Messe. Die Annette, die ist auf jeden Fall noch bis zum Ende natürlich da. Genau, in Halle 13E72, da findet ihr sie. Ja, und jetzt haben wir doch genug gelabert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts von unserem Kanal. Und dann bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.